Wir unterstützen hier die Taucher TSG jedes Jahr gerne bei ihrem Fulda-Schwimmen. Sichern so ein bisschen ab, aber mehr ist das auch bei uns Spaß. Hier bei dem Fulda-Schwimmen bin ich jetzt mindestens 6 Jahre dabei. Ich bin im Verein schon über 12 Jahre aktiv und ja, es macht immer Spaß. Aber wir werden jedes Jahr sehr gerne von den Tauchern eingeladen und wir nehmen auch sehr gerne jedes Jahr diese Veranstaltung wahr. Also ich denke, es wird schon frisch, vor allen Dingen an Füßen. Es ist das erste Mal tatsächlich und freue mich auf jeden Fall dabei zu sein. Wir sind von der Moräne, also eigentlich nicht ganz die, die das organisieren, aber sind natürlich froh, dass wir immer dabei sein dürfen und genießen das auch. Wir wurden eingeladen, auch von der TSG und ja, dann wird das natürlich auch bei uns publik gemacht und dann sind wir gerne damit am Start. So wie jedes Jahr begeben wir uns an einer Brücke an der Fulda ins kühle Wasser, begleitet von einem schwimmenden Weihnachtsbaum, einem Nikolaus im Kajak und anderen Attraktionen. Vor einigen Jahren gab es mal Feuerspucker oder auch Kinder vom Kindergarten mit Laternen, die uns begleitet haben. Das ist immer eine ganz tolle Sache. Und diese Gruppe aus 30 bis 40 Personen im Wasser haben auch eine Menge Spaß. Das Ganze gibt es seit 32 Jahren. Es ist also das 32. Mal, dass das stattfindet. Und unsere Gründerväter des Vereins, wo die meisten heute schon gar nicht mehr aktiv sind, hatten die Schnapsidee und haben das in die Tat umgesetzt. Und wir führen das Jahr für Jahr fort, weil es einfach ein schöner Abschluss vom Jahr ist und eine tolle Gaudi. Klein bisschen friert man im Wasser. Ich war auch etliche Jahre im Wasser. Es gibt Trockentauchanzüge, wo kein Wasser reinkommt, aber wir haben auch Nassanzüge, wo Wasser reinkommt. Da ist man dann richtig erfrischt, wenn man rauskommt und freut sich auf sein schönes Heißgetränk wie ein Glühwein oder ein heißer O-Saft. Ich bin vor vielen Jahren immer selbstständig, auch hier immer mitgetaucht und jetzt bin ich eigentlich nur hier, um alte Gesichter nochmal zu treffen, weil die Atmosphäre einfach toll ist. Und es ist einfach in der Adventszeit auch immer so ein schönes Beisammensein. Und nicht zuletzt wegen der tollen Musik. Es ist ja jetzt seit letztem Jahr jetzt ein anderer Ort und hier der Kanu-Club hat das ja, wo ich weiß, zur Verfügung gestellt. Und es ist natürlich hier auch einfach schöner, hier zu stehen und da an dem Standort, wo wir früher waren. Osthessen News. Sehen, was bewegt.